Hoi, so, willkommen zurück zu Pokémon Hardcore Randomizer Wet Look Challenge. Warte mal, was hatten wir eigentlich das letzte Mal gemacht? Wir hatten, ach ja, stimmt, wir hatten ja hier den übelsten, ultraleichten Kampf gegen Eusin ausgetragen. Oder eher gesagt, Pekko hat diesen ja ausgetragen. Deswegen, Pekko, du hast jetzt erstmal eine kleine Pause gegönnt. Oder darfst du sogar jetzt noch eine weitere Pause gönnen, damit du demzufolge wieder frisch dabei bist. Gut, ich denke mal, heute sollten wir es doch mal auf die Reihe kriegen, mal weiter vorzuschreiten. Nämlich die Vortrainer als auch einschließlich unseren geliebten Hartwig selbst eins auf die Nuss zu geben. Völlig gleichgültig, mit was der auch kommen mag. Ich möchte ganz gerne darauf vorbereitet sein. Nur da bin ich am überlegen, wen würde ich dann ja gegen Hartwig dann reinschicken. Abgesehen davon, warte mal, Hartwig schickt das dann erstes auf Level 29 rein. Also ich könnte... Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich das schon mal im vorigen Part schon mal angesprochen? Für den Fall nicht, dann würde ich das ja jetzt mit erwähnen wollen. Wenn sein erstes Pokémon auf Level 29 kommt und dann sein zweites auf Level 31, zwecks Level Cap und so, würde ich vielleicht die ganzen Vortrainer erstmal alle wegklatschen und dann... so auf Level 29 oder so alle hochtrainieren und dann gegen Hartwig antreten, mit was auch immer er dann kommen mag. Naja, schauen wir erstmal so generell, was hier so Sache ist. Ich glaube, Peter hat mal wieder Interesse dran, mal wieder hier eine Runde rumzuprügeln, was das Zeug hält. Deswegen, Peter, du bist jetzt vorne dran. Du darfst jetzt hier gegen den ersten Trainer, gegen wen auch immer, antreten und mal sehen, was wir da so Feines haben werden. Da ist Hartwig, unser Freund, unser Kollege. Stimmt's, Peter? Derselben Meinung bist du doch bestimmt auch. So, ich glaube, dieser hat nur ein Pokémon und dieser wird nur ein Pokémon haben, wenn ich mich das noch so recht erinnere. Und ich glaube, ich fange mit dir an. Du bist gerade einfach so da. Deswegen kriegst du als allererstes eins auf die Nuss. Egal, was auch du immer hier reinschicken magst. Ich möchte sehen, dass ich in der Lage bin, dich Xaver zu beseitigen. Oh, hallo Knackse. Das wiederum ist jetzt nicht so pralle, sag ich. Obwohl, warte mal, vielleicht könnte Peter den doch Platz kriegen. Ach komm, hier, Stärke, probieren wir es mal. Du bist auf jeden Fall schon mal schneller, das gefällt mir. So, mal sehen, Knacksel. Okay, die Hälfte wurde schon abgezogen und jetzt kommt der süße Sandsturm. Mal sehen. Mache ich mit dir etwa jetzt einen kurzen Prozess? Ja, ich mache mit dir offensichtlich kurzen Prozess, wie es ausschaut. Wir schauen mal nach und... Okay, so viel zu der Thematik, kurzer Prozess und so. Du kommst nur mit einem Sandgrab und überlädst noch gerade so mit Ach und Krach. Aber ich glaube, der Trainer hier dürfte eh keine Getränke haben, sodass er sein Knackse gegebenenfalls heilen könnte. Und schade eigentlich wegen Sandgrab, sonst hätte ich jetzt vielleicht auf Pekko wechseln können. Wenn ich mir das mal so überlege, ich glaube, ich hätte vielleicht erst Gainer machen sollen. Andererseits... Probieren wir es mit Zerschneider. Zerschneider trifft. Dankeschön, trotz Sandsturm und trotz 5%iger Fehleinschätzung. Egal, du bist besiegt. Hey, das war doch mal relativ gut. Deswegen, mal sehen, ich glaube, den da würde ich mir als allerletztes mir vorknüpfen. Der hat ja quasi den Zugang zum Schalter hier bewacht. Oder bewacht ihn generell. Würde ich erstmal hier weitermachen. Und ich glaube, da Peter gerade so gut gekämpft hat, kriegt er erstmal gleich nicht nur einen Trank, sondern darf gleich noch diesen da wegknüppeln. Vorausgesetzt, dieser schickt da keine Kampf-Pokémon in den Kampf oder nur ein Kampf-Pokémon, was dann auch sehr stark ist. Gehen wir es an. Wir werden sehen, was er so Feines reinschickt und wie ich dann dagegen agieren kann. Jeff heißt er im Übrigen. Ein Sonnenfell. Gestein Psycho, glaube ich, ne? Tja, da hätte ich jetzt nicht gerade viele Auswahlmöglichkeiten. Tja, mal sehen, was mache ich denn mit dir? Ich glaube, ich wechsle mal zu Pekko. Pekko sollte dieses Sonnenfeld bestimmt einfacher beiseite schieben können. Obwohl, warte mal, wenn ich mir überlege, Sonnenfeld, das kann doch bestimmt schon irgendeine Gesteinattacke und...
War das etwa jetzt so gut, dass ich jetzt den Pecko jetzt reingeschickt habe? Ah. Hm. Mal sehen, Surfer sollte aber dich jetzt bestimmt wegbeuteln. Ich verstehe zwar jetzt nicht, warum du jetzt noch einmal Steinpolitur machst, aber wir werden erstmal sehen, wie viel Surfer dir eigentlich abzieht. Es zieht, es zieht, es zieht. Dank eines Volltreffers alles ab. Ey, danke, Pecko, du räumst hier auf, was das Zeug hält. Finde ich nicht verkehrt. Jeff, du hast im Übrigen verloren. Also interessant. Sonnenfell Level 28, glaube ich, war das jetzt gerade. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Verdammt, hätte ich jetzt wirklich mal drauf achten sollen. Na gut. Wer weiß, mit was der mir da noch gekommen wäre. Hm. Ich glaube, Peter und Pecko haben jetzt erstmal mehr als genug gekämpft. Wie wäre es, wenn ich mal Sven und Leila mal reinschicke? Ihr dürft mal ran. Sven und Leila, kommt mal nach vorne. Ihr dürft mal ein klein wenig diesen Trainer dort oben mal beseitigen. Der hat, soweit ich weiß, glaube ich, 3 Pokémon. Und da wollen wir mal sehen, was dem so Feines entgegenwerfen wird. Nicht wahr, Tim? Oh, ein Riolu, ein Kampf-Pokémon. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich haue mal eine Matschbombe zur Begrüßung raus und... Normalerweise wäre Riolu doch bestimmt sehr viel schneller gewesen. Keine Ahnung. Riolu wurde besiegt, dank Svens übernatürlicher Macht. Armaldo ist dein nächstes, was du reinschickst. Warte mal, Armaldo, warte mal, was für ein Wesen war das? Also was für ein Typ hatte das da schon gehabt? Das war doch Gesteinkäfer, glaube ich, ne? Wenn dieser Penner jetzt irgendeine Gesteinattacke raushaut, wird Leila das nicht gerade verkraften. Deswegen lasse ich Sven drin. Ich möchte es nicht riskieren, in einen gegebenenfalls predikten Steinwurf oder generell irgendeine andere Gesteinattacke hineinzuswitchen. Schutzschild. Ha, ha, ha. Das ist ja wirklich vortrefflich von dir. Aber das soll mich nicht daran hindern, jetzt nochmal einen Donnerblitz rauszuhauen. Denn wie es eindeutig schon zu sehen war, hat Schutzschild nicht noch einmal gewirkt. Aber mit Donnerblitz habe ich dir auch nicht gerade viel abgezogen. Preisfrage, wie viel ziehe ich dir denn mit Matschbombe ab? Schauen wir doch einfach mal nach. Aquaknoche, ja okay. Und jetzt schauen wir mal. Ja, nicht effektiv, egal. Hm, war das jetzt ein bisschen mehr als Donnerblitz oder nicht? Ach komm, Matschbombe for the win und so. Es sei denn, du kommst natürlich wieder mit deinem Schutzschild gespamme. Ich will es mal so ausdrücken, irgendwann hast du eh kein Schutzschild mehr. Und könntest du auch mal was anderes als Schutzschild machen, wenn wir schon mal davon sprechen? Hm. Weißt du was, ich kann auch auf Schlammbad drüber gehen, ist mir vollkommen gleichgültig. Oh, Lebensübler. Okay, wenn es für dich irgendwas bringt, ist mir nahezu vollkommen egal. Ich möchte dich am liebsten ganz gerne vergiften. So, warte mal, das war jetzt schon dein wievielter Schutzschild? Nummer 5 dürfte das jetzt schon sein, oder? Das heißt, du hast jetzt noch genau 5 weitere Schutzschild und wir können die ruhig alle ausgrenzen. Also erstmal alles ausgehen lassen. Also du weißt schon, du kannst erstmal deinen ganzen Schutzschild geblödsinn. Alter, ist denn das die Möglichkeit zum dritten Mal in Folge? Setzt du mit Erfolg deinen verdammten Schutzschild ein? Aber ich glaube, du hast jetzt noch genau 3-mal Schutzschild, oder? Ich habe es nicht zählen können. Wie oft hast du jetzt schon Schutzschild eingesetzt? 6, 7 Mal? Hm, weiß ich nicht. Da du aber offensichtlich eh nur mit Schutzschild rumjokst oder mit Aquaknarre mal Sven ein klein wenig nass spritzt, soll mir das egal sein. Lebensruder kannst du von mir aus nochmal raushauen, wenn du möchtest, und deine 4. Attacke, was auch immer es dann sein möge, ist mir vollkommen gleichgültig. Deswegen lasse ich jetzt mal den Angriff hier mal sein und jetzt joke ich mal auch ein klein wenig herum, und zwar mit einem süßen Getränk. Und das heißt, in den nächsten 2 Runden wirst du weg sein, da kannst du machen, was du möchtest. Du wirst so oder so gleich besiegt sein. Dein Schutzschild hat im Übrigen fehlgeschlagen. Hahaha. So. Komm, wir probieren noch einmal anzugreifen.
Oh, jetzt gehst du wohl in die Offensive, oder was? Also, ich weiß es zumindest schon mal, was deine vierte Attacke ist, aber andererseits soll es mir egal sein. Du bist, ja, besiegt. Ey, Sven, du... Warte mal, der hatte den zufolge... Schutzschild, Lehmsuhler, Aquaknarre und Metallklaue. Na gut. Und ein Marschallo soll noch mit reinkommen. Ach, weißt du was, komm Sven, da bleibst du gleich drin. Du kannst ja so wunderbar resisten, was das Zeug hält. Deswegen denke ich mal, eine Matschbombe sollte gegen das Marschallo nicht gerade viel standhalten. Sagte er und wurde eines Besseren belehrt. Na gut, was soll's. Weißt du was? Da kannst du auch Gesichter machen, ist mal vollkommen gleichgültig. Hier eine Gewissheit und du bist beseitigt. Sehr schön. Kriegt wenigstens Sven noch ein Level up. Und dann sind wir alle glücklich und zufrieden miteinander. Bling! Level up! Sehr schön. So, du wurdest zerschmettert. Ja, da weißt du Bescheid. Mal sehen. Was mache ich denn jetzt so Feines? Ach ja, stimmt. Der muss ja auch noch beseitigt werden. Und das mache ich am besten von der Seite. Mal sehen, ich glaube, Mike und Giselle, ihr dürft mal hier rein. Ihr dürft mal hier antreten, was auch immer gleich hier mich erwarten wird. Ihr wart noch nicht dran, also seid ihr jetzt dran. Und Giselle, du bist hochmotiviert. Dann gehen wir ja hochmotiviert gegen den Trainer hier ran. Wir wollen mal sehen, was er gegen uns so Feines zu bieten hat. Der Peter heißt er. Und kommt mit einem Hydrobi. Na gut. Hier, das ist Giselle. Und Giselle möchte dir ganz gerne deine Kopfnuss verpassen. Bäh. Wow, Critical Hit. Ach, wie süß. Lebensruder. Na gut, soll mir so gesehen egal sein. Guck mal, noch eine weitere Kopfnuss und... Pff, kannst du auch jetzt Geduld machen. Ist mir sowas voll egal. Guck mal. Kopfnuss und auf Wiedersehen, Hydrobi. Haha. Und Arbok soll es noch sein. Arbok, Arbok, Arbok. Weißt du was? Ich glaube, ich werde mal deinen Bedroher mal tanken. Und zwar bedrohen wir uns mal gegenseitig. Und ich weiß nicht, vielleicht lasse ich auch jetzt Mike drin. Vielleicht kann er ja auch das Arbok hier beseitigen. Und ich hatte natürlich mit meiner Vermutung recht gehabt, dass du Bedroher raushaust. Hätte auch sein können. Warte mal, was war deine zweite Fähigkeit? Ich glaube, Expidermis, aber... Soweit ich weiß, schickt der Gegner, wenn der ein Pokémon hat und das hat Bedroher, wird das immer Bedroher haben. Obwohl, nee, warte mal, stimmt doch eigentlich gar nicht. Es gab doch auch mal manche, die hatten für gewöhnlich Bedroher, aber naja, nicht so. Ach, egal. So, wir haben uns jetzt sowieso jetzt gegenseitig uns jetzt bedroht, deswegen ist alles wieder im grünen Bereich. Da kannst du auch keine Schreie machen und meine Verteidigung um 2 Stufen senken. Ich will mal sehen, was ich davon halte, wenn ich einen Funkensprung raushaue. Wie viel Schaden mache ich dir, wollte ich sagen. Das ist ja kein Schaden. Das ist ja ein Witz. Okay, ich glaube, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn ich Mike gleich mal zurück beordere. Weil zweimal Kreideschrei ist doch vielleicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Aber wenigstens habe ich es schon erst einmal geschafft, dich zu paralysieren. Das ist schon mal ein guter Aspekt. Aber ich glaube, Mike, du hast erstmal genug getan. Giselle, du darfst diesen Kampf beenden. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber ich glaube, wenn du ebenfalls ja nur herumchoken möchtest, dann soll es mir mal vollkommen egal sein. Hier, eine weitere Kopfnuss und danke im Übrigen, dass du auch zurückgeschreckt bist. Egal, du bist beseitigt. Dankeschön. Giselle, level up. Sehr schön. Level up, sag ich nur. Und Mike, juhu. Gut, wir haben jetzt die ganzen Trainer jetzt hier beseitigt und ich glaube, ich werde mal eine kleine Unterbrechung machen, alle meine Teammitglieder hier auf Level 29 mal hochpushen und dann geht's ab gegen Hartwig. Also, bis gleich! So, Training wurde abgeschlossen, ich darf mal kurz zeigen, jetzt haben hier alle auf Level 29 sich alle hochtrainiert. Mike wollte in der Zwischenzeit noch Angeberei noch erlernen, hat aber sein gelassen, genauso wie Sven wollte, was war es, Dunkelnebel oder so, habe ich auch sein gelassen, braucht er nicht. Okay, jetzt erstmal zum Eigentlichen. Wer soll gegen Hartwig antreten?
Da ich ja noch nicht einmal weiß, was ich mir hier entgegenwerfen lassen darf. Mal sehen, wer hätte denn hier so gute Chancen? Leila und Sven, euch kann ich mal ausschließen, weil Sven einfach hier die mit Abstand geringsten Kraftpunkte hier hat. Also hättet ihr hier schon mal mit Leila hier keinen großen Erfolg. Ist zumindest meine Meinung nach. Also hätte ich mal wieder die Wahl zwischen Mike und Giselle und zwischen Peter und Pecco. Mal sehen, Peter und Pecco, ihr macht für mich eigentlich hier den besten Eindruck. Deswegen würde ich mal sagen, ihr dürft dann hier gegen Hartwig antreten. Mir völlig gleichgültig, ob nun Pecco oder Peter anfängt. Beide werden so bestimmt auf ihre Kosten kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja jetzt erst einmal an der Kurbel drehen, damit der Wasserfluss hier unterbrochen wird. Wobei ich mir natürlich dann die Frage stelle, jetzt müsste sich das ganze Wasser sich hier doch alles sammeln und hier an der Seite auslaufen. Naja, verstehe ich eh, wer will. Und das Wasser, was sich hier die ganze Zeit hier sammelt, wo fließt das bitte schon hin? Ja, ja, Fragen über Fragen, wer weiß das so ganz genau. Pecco, du weißt es bestimmt nicht. Gut, gehen wir's an. Oh, dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schwall für Schwall auf meine Haut niederregen. Dieser unbeschreibliche... Hey, Moment mal! Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich bei meinem Training stören. Doch, das kann ich. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. 7 Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker. Da sind natürlich nicht unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Ich mit meinen Randomized-Pokémon. Oha. Na dann, Hartwig, zeig mal, was du drauf hast. Oh, die Animation, die ist so mega. Der zeigt natürlich, oh ja, der haut mir voll rein und Absol ist sein erstes. Okay, Absol Unlicht und, warte mal, Erzwinger hast du gerade, habe ich das gerade gesehen, Erzwinger? Weißt du was, ich glaube, ich hau mal einen, oh Gott, Schwertanz. Du gehst ja voll in die Offensive, was ist hier los, oder was? Ich dachte, du wirst vielleicht mit so Angeber oder so kommen. Da kann ich mich wenigstens erstmal in Weißnebel mir schüllen, aber Schwertanz, jetzt geht's los. Gut. Schon zweimal Schwertanz. Ei, du Witzka. Das ist alles andere als prickelnd. Ich glaube, ich hätte vielleicht schon gerade eben noch einen Surfer rausholen sollen. Okay, warte mal, Verfolgung. Jetzt mit zweimaligen Boost von Schwertanz. Hat schon Schaden angerichtet, sehe ich schon. Alter, was wäre gewesen, wenn ich jetzt ausgetauscht hätte? Pecco wäre wahrscheinlich instant down gegangen. Und Zwirklop schickst du rein. Okay, warte. Zwirklop, mit dir mache ich Folgendes. Ich werde dich einschläfern und dann werde ich erstmal zu Pecco wieder rüber wechseln. Ich weiß, Zwirklop ist natürlich ein Geist-Pokémon und wenn ich natürlich jetzt hier Geist-Attacken oder so hätte, dann könnte ich bei dir schon mal ordentlich viel Schaden anrichten. Level 31. Und auch du hast den Zwinger. Ich glaube, ich würde hier buchstäblich zum Kampf gezwungen werden. Gut, ein Gainer des Todes, extra für dich. Hätten wir schon mal das erste gemacht. Und auch du kommst hier mit Verfolgung, okay. Das soll wohl so ein Standard-Boost-Set sein, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, da ich ja meine Getränke noch ein klein wenig nachgekauft habe, soll Pecco Heil-Item Nummer 1 bekommen. Konfu-Strahl! Komm doch nicht damit! Na gut, warte. Du kommst ja mit hier Konfu-Strahl, Weißnebel... Ach so! Konfu-Strahl klappt dann auch nur mit Bodyguard als passendes Gegenstück. Ich dachte, Weißnebel wär's da gewesen. Na gut, Pecco, du darfst mal wieder ran. Und dieses Zwirklop, das soll jetzt erstmal schlafen. Sehr lange schlafen. Mal sehen. Ich glaube, ich hau mal ein paar Surfer raus. Ey, komm schon. Das Zwirklop, das möchte ich doch schon ganz gerne beseitigen. Wenn es natürlich nicht mit fucking Konfu-Strahl kommt. Ach, ist das schön. Ich hab so meine Freude daran. Das glaubt man gar nicht. Mal sehen. Flügelschlag. Richtet das ein klein wenig mehr Schaden an?
Wenn natürlich auch Pekko durchkommen würde, so eventuell. Mal sehen, was habe ich von dir bisher jetzt gesehen? Nur Konfusstrahl und Verfolgung. Ach, Schattenstoß hast du auch noch. Schattenstoß. Sei doch mal so liebenswürdig und mach nochmal Schattenstoß auf Peter. Ich will natürlich sehen, dass dein Schattenstoß natürlich daneben gehen wird. Dankeschön. Haha. Schattenstoß hat keine Wirkung und ich glaube, ich mache es mal wieder ein Gainer extra für dich. Brrr, das wird ja ein ständiges Hin- und Hergewechsel hier, das sage ich. Okay, warte, dich kriege ich schon irgendwie klein. Erstmal ein Tagetief für Peter. Und dann kannst du jetzt erstmal noch mit irgendeiner Attacke kommen. Ja, Konfusstrahl. Ist mir egal, du gehst sowieso gleich wieder schlafen. Und dann muss ich erstmal wieder zu Pekko rausswitchen und mit dem schwächeren Flügelschlag treffen, aber komm schon. Zwirklopf, dich sollte es doch zu besiegen geben. Komm schon, das sollte klappen. Und jetzt bitte schlafe mindestens 3000 Runden oder so. Wenigstens habe ich einen Vorteil, Pekko ist ja schon mal schneller. Ach, ja stimmt, da war ja noch was mit deiner Beere. Aber glücklicherweise schläfst du einfach weiter. Und zum Glück habe ich für Flügelschlag so viele APs. Da kann ich wenigstens 18 mal Flügelschlag machen insgesamt. Und du wachst wieder auf, was das Zeug hält. Kommst du jetzt bestimmt wieder mit deinem Konfusstrahl? Nee, erstmal mit Schattenstoß, okay. Gut, mit Schattenstoß willst du mir zumindest zeigen, dass du auch ein klein wenig offensiv was drauf hast. Ich gebe mich noch nicht! Das wollen wir sehen. Flügelschlag. Mal sehen. Verfolgung, ja, okay. So, warte, warte. Ich muss es erstmal ein klein wenig überlegen. Ein Flügelschlag wird bei dir jetzt bestimmt noch nicht ausreichen. Da könnte ich mir durchaus sicher sein. Deswegen setze ich jetzt erstmal Heil-Item Nummer 2 ein. Und wenn ich das mit Zwirklopp gewusst hätte, hier Giselle und Mike, beide hätten hier ordentlich profitieren können. Oder sogar auch Sven. Stimmt, also Sven, Mike und Giselle, die hätten hier jeweils mit ihrer Undicht-Geschichte hätten die das Zwirklopp schon längst besiegen können. Also, ich muss jetzt erstmal Heil-Item Nummer 2 einsetzen. Für Pekko! Ah. Ach so, du machst jetzt schon deinen Trank. Ich dachte, weil du ja noch nicht im roten Bereich warst. Oh Gott, der Kampf, da wird es noch ewig in die Länge gezogen werden. Aber was soll ich machen? Ich habe ja keine Geist- oder Unlichtattacke, die ich gegen dich mal einsetzen könnte. Auf jeden Fall weiß ich schon mal eins. Dein Konfusstrahl wird irgendwann mal die Wirkung verlieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht. Wie oft hast du jetzt schon Konfusstrahl eingesetzt? Schon 4-mal, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall ziehe ich damit jetzt in diesem Part jetzt unnötig in die Länge, aber das soll mir egal sein. Ich möchte das Zwirklopp, sprich Hartwig, jetzt noch in diesem Part noch beseitigen. Und Pekko, du kommst wenigstens mit Surfer durch. Dankeschön. Und jetzt schauen wir mal nach. Ja, okay, Surfer sieht schon eindeutig mehr ab als Flügelschlag. Deswegen, Pekko, komm. Surfer kannst du jetzt hier noch ein paar Mal raushauen und dann sollte Zwirklopp beseitigt sein. Obwohl, warte mal, jetzt bist du wieder im roten Bereich. Setzt du jetzt nochmal einen Trank ein? Natürlich setzt du nochmal einen Trank ein, aber das dürfte jetzt dein letzter sein. Deswegen sollte ich jetzt schon mal große Vorteile genießen. So, warte mal, habe ich denn nicht noch eine Beere oder so? Warte mal, Beeren, Beeren, Beeren. Ja, Yonako-Beeren. Füllt die AP eine Attacke um 10 Punkte auf. So, warte mal kurz. Pekko, wie? Okay, weißt du was? Das zählt natürlich dann ebenfalls als Heil-Item. Und zwar heile ich ja quasi die APs damit auf und deswegen Surfer, wunderbar. Ah, stimmt, die Beeren. Ha, die hätte ich... Also mal sehen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Pekko vielleicht eine Beere gegeben. Also hier so eine Yonako-Beere. Aber ich glaube, ich weiß, welche Beeren ich danach hier wieder pflanzen werde. Okay, hauen wir noch ein paar Surfers noch raus. Sofern Pekko natürlich auch durchkommt. Ach komm schon.
das Vieh, das kann doch eh nur Verfolgung und Konfusstrahl und auch mal Schattenstoß. Und was auch immer du für eine vierte Attacke einsetzt, die hast du bisher noch immer nicht eingesetzt. So, Pekko, könntest du auch mal wenigstens mal wieder durchkommen? Oder dass auch mal die Verwirrung auch mal wieder aufhört, damit wir das Ganze nun endlich einmal abschließen können? Okay, mal sehen. Einen weiteren Surfer solltest du im besten Fall resisten. Nee, Quatsch, im schlimmsten Fall solltest du einen weiteren Surfer resisten und im besten Fall sollte das erledigt sein. Auf jeden Fall, ich darf keine weiteren... Ach nee, warte mal, Arena-Kampf, stimmt, da darf ich ja 5 Hype-Items einsetzen. Das hatte ich ja einst mal angesprochen, beziehungsweise steht auch immer mein Regelwerk, also... Andererseits... Ja, okay, Zwirklub wurde besiegt. Alter! Ich dachte schon, das Ganze zieht sich jetzt noch weiter hier in die Länge, aber alter Schwede, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Danke, einfach nur danke. Ja, wir haben den Faustorden, des Faustorden des Glücks. Schön, einfach nur schön. Und jetzt dürfen wir auch Fliegen einsetzen. Und kriegen zudem noch... Stütz Power Punch. So, mit Power Punch mehr Schaden und so weiter. Ja, bla 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 bla. Ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Ah. Gut. Ich beende jetzt einfach diesen Part hier an dieser Stelle und dann sehen wir uns quasi im nächsten Part wieder. Also bis dahin, Leute. Haut rein und macht's gut.